Ja, moin und mal wieder ein neuer Tag. Mal wieder schönes Wetter. Gestern hat es ein bisschen geregnet noch und ein bisschen Bärwetter gewesen. Ja, heute ist es leicht durchwachsen bei 16 Grad. Ja gut, es ist ja auch noch mitten in der Nacht, Leute. Ja. Also wir haben es 10 Uhr. Sehr ungewöhnliche Zeit für mich zum Aufstehen. Ja, ich habe mir wieder hineingefangen. Ist mal geil, wenn man irgendwo essen geht. Und dann die Gläser. Beziehungsweise das Besteck nicht so sauber ist. Ja. Wenn es nicht von mir ist, dreckig aus der Spülmaschine kommt, dann ist mir das egal. Komischerweise, egal wenn ich irgendwo bin und da ist irgendwo was nicht in Ordnung, passiert das schon mal. Egal. Leute, ich habe Jubiläum. Ja, jetzt werdet ihr euch fragen, hä, was für ein Jubiläum? Wieso, weshalb, warum? Wir haben, oder ich habe heute vor 2 Jahren, habe ich und wurde ich vor vollendete Tatsachen gestellt, gemacht. Ihr wisst, was ich meine. Trommelwirbel. Ja, genau, heute vor 2 Jahren habe ich meinen Aufhebungsvertrag unterschrieben bei MAN. Nochmal wirklich, auch heute noch. Leute, ich bin wirklich dankbar für alles, was ihr für mich getan habt. Noch das meine ich ehrlich, ja. Denn ihr habt mir, einerseits habt ihr mir ein geiles Leben ermöglicht, andererseits wart ihr immer auch für mich da. Ich würde mal sagen, ich war ja seit 1992 habe ich meine Ausbildung dann angefangen und bin ja dann wirklich bis 2020 kontinuierlich durchgehend, ja, da gewesen. Ich hätte jetzt mein 30. Dienstjubiläum, ja. Dem ist aber nicht so. Warum? Ihr kennt meine Vorgeschichte. Alkoholiker, drogenabhängig, das ist zum Glück alles Geschichte, Leute. Als ich dann vor 2 Jahren meinen Aufhebungsvertrag unterschrieben hatte und gesagt habe, okay, ich mache jetzt Nägel mit Köppe. Ich weiß, warum es mir schlecht geht. Ich weiß, warum es mir scheiße geht und in welchen Situationen ich meine Drogen nehmen musste. Ist das ein GTD? Leute, das ist mein... Wahrscheinlich aussieht ehemalige, das ist sogar mein ehemaliger rote Zora. Das ist mein ehemaliger, gehe ich mal ganz stark von aus. Oh Leute, was für ein geiles Auto, wirklich. Ey, das ist das einzige, was ich hier bereue, ja? Dass ich den weggegeben habe. Ich hätte ihn aber eh weggeben müssen, weil ihr kennt die Straßen in Alanya und Umgebung. Tamar, ich mache mal kurz Pause. So, da bin ich wieder. Problem ist, dass man hier, wenn man über die Dörfer, ich will ja jetzt zu meinem ehemaligen Arbeitgeber fahren, nach jetzt 2 Jahren, ja, ist ja alles gut. Ich hoffe nur, dass ich da nicht irgendwie einen Test brauche oder was weiß ich, einen Impfpass oder so Scheiß. Denn den habe ich nicht. Den brauche ich auch nicht. Ich bin nach 2 Jahren, nach 4 Jahren und wie auch immer, bin ich immer noch gesund. Eins, was ich gerade habe, ist ein bisschen... Ihr hört es selber in den letzten Tagen, ein bisschen Schleim im Hals, aber das passiert schon mal. Ja, also, ich bin seit 2 Jahren genau heute meine Arbeit los. Ich will nicht sagen, ich bin arbeitslos, denn ich bin meine Arbeit los. Ein sehr schöner Spruch, den ich von einem anderen YouTuber-Kollegen gehört habe. Ja, seitdem geht es mir kontinuierlich besser, kontinuierlich bergauf ging es. Ihr habt es selber mitbekommen. Also, ich habe diesen Stressfaktor eliminiert, der mich persönlich gesundheitlich und psychisch in den Ruin getrieben hat. Ja, den habe ich eliminiert. Ich werde das auch weiterhin so beibehalten. Denn alles, was mir nicht gut tut, werde ich aus meinem Leben verbannen. Es ist immer leider so, klingt ein bisschen assi. Da ist noch das eine oder andere in Zukunft, was ich wegräumen werde. Ja, unter anderem lasse ich nicht von gewissen Leuten mit mir umgehen, die Karl Arsch. Ich weiß ja, dass sie meine Videos gucken. Ob sie die jetzt noch gucken, ist mir egal. Ich bin schuld an gewissen Situationen. Nicht mit mir, Leute, nicht mit mir. Ja, da tut man jemandem Gefallen und muss sich hinterher noch aber richtig vom Übelsten anmachen lassen. Die Ansage kriegt ihr auch noch, das Video ist fertig. Es geht mir ja nicht nur ums Video. Warte mal, hier ist glaube ich Fahrradprüfung. Ja, tatsächlich. Also,
Ob es jetzt eine direkte Fahrradprüfung war, weiß ich nicht. Auf jeden Fall sind die Kiddies, die wurden gerade von der Schule losgeschickt. Überall stand Wachpersonal, also der Blockwart. Überall stand ein Blockwarte rum, Werte. Ja, jetzt weiß ich natürlich nicht, wo ich stehen geblieben bin. Also, 2 Jahre Jubiläum. Seit heute vor 2 Jahren meinen Aufhebungsvertrag unterschrieben. In genau 2 Wochen läuft mein ICAMED aus. Das heißt, ich werde es natürlich jetzt auch verlängern, wenn ich wieder zurück bin in Alanya. Und dann beginnt auch dort wieder das Leben von vorne. Und nach wie vor, alle, die sich jetzt fragen, ich bereue keinen einzigen Tag, den ich in Alanya bin. Keinen einzigen. Für jeden, der sich da fragt, wie sieht's aus? Und dieses, Leute, viele sagen, ja, du bist da nur am Meckern über dies, über das, über jedes. Nein! Es hat auch nichts mit Meckern zu tun, wenn ich sage, ey, es ist Sprit ist zum Beispiel von insgesamt 6,5 türkische Lira auf jetzt mittlerweile, was ist, 30? Das ist doch kein Meckern, das ist doch berechtigte Kritik. Und wenn ich da sage, das ist scheiße, ja, dann bin ich nicht alleine mit meiner Meinung, würde ich mal sagen. Ja, so sieht das aus. Alf WM. Das ist natürlich auch ein geiles Kennzeichen. Alf, so, das Schöne ist, dieses Auto ist eine Automatik. Ja, wartet mal. Für alle, die nicht glauben, können wir die Spritpreise. Das sind 2,08 Euro. Und dann für einen Liter Diesel, das ist happig. So, wie ihr seht oder vielleicht nicht seht, bin ich hier bei meinem ehemaligen Arbeitgeber gewesen, wo ich 28 Jahre in 3 Schichten gearbeitet habe. War ein komisches Wiedersehen. Ich träume ja wirklich noch sehr oft von Arbeit. Also nicht, weil es mein Traum ist, sondern ein bisschen mehr Halbträume, würde ich mal sagen. Ja, lang. Aber es ist halt so. Es ist meine Vergangenheit, es war mein Leben. Und es ist auch ein Teil meines Lebens, der einfach dazugehört und der mich zu dem gemacht hat, was ich heute bin. Egal, was ich bin oder was ich war. Der hatte doch schon rot. Ey, ist auch egal. Ja, hier achtet man auf sowas komischerweise. In der Türkei ist das alles scheiße egal. Hier gab es auch mal einen grünen Pfeil an der Ampel. Der ist mittlerweile auch weg, weil wenn man Feierabend hat und schnell nach Hause will, übersieht man halt nochmal einen Gegenverkehr. Tamam. So, Klimaanlage ist an. Weiß gar nicht warum, wir haben es gerade mal 18 Grad. Ja, vielen Dank an meine ehemaligen Kollegen, mit denen ich da noch einen Kaffee trinken konnte, ein bisschen quatschen konnte. Auch an meinen ehemaligen Meister, Roberto, der total überrascht war und sagte, oh, was ist mit dir passiert? Du bist ja total positiv, darf ich das so sagen in dem Sinne? Ja, darf ich. Also positiv heißt Gewicht verloren. Der Stress ist von mir komplett weg. Und das hat er auch sofort gemerkt und auch alle anderen haben gesagt, Mensch, was ist mit dir los? Ja, so ist es halt. Wenn man das aufgibt, was einen jahrelang geprägt hat und auch kaputt gemacht hat, dann regeneriert sich der Körper auch. Eben gerade auch der Werkschutz, lieben Dank nochmal an Uwe auch. Ja, die Leute kennt man nach 28 Jahren, kennt man die eigentlich. Der geht auch in 2 Jahren in Altersteilzeit oder in Vorruhestand, wie auch immer. Ja, der auch gesagt hat, Mensch, du siehst viel entspannter und viel erholter aus. Ja, ist halt so. Ja. Also Leute, nach wie vor, ich vermisse Alanya. Ich vermisse die Türkei. Ich bin froh, wir haben es jetzt Dienstag, wenn ich Sonntag meinen Flieger dann bekomme und endlich wieder zurück kann. Ja. Weil man merkt doch einen riesengroßen Unterschied. Ist auch das, was ich zu den Leuten hier gesagt habe. Das Leben in der Türkei ist natürlich für uns immer noch ein Traumparadies. Konnten viele jetzt nicht glauben. Es ist aber so wirklich so, ich zeige es euch ja jeden Tag, wenn ich da bin, oder jeden zweiten, oder je nachdem. Ja. Und für mich persönlich, ja, geht es natürlich, solange es geht, in Alanya weiter. Warum sollte sich da irgendwas ändern? Ja. Auch wenn ich gerade ein paar andere kleine Probleme habe, die kläre ich aber auch noch. Und sowas kläre ich immer unter 4 Augen. Es sei denn, man will mich weiter einer Tat bezichtigen, was ich nicht getan habe. Ja, wo ich dran schuld sein soll. Aber das steht im Moment noch auf einem anderen Blatt Papier. Und ich entscheide dann, wenn ich wieder in Alanya bin. Tamam, also Leute, habt erstmal schönen Dank bis hierher. Ich
mir wirklich einen Scheiß. Das sind Wasserblasen, das ist kein Herpes. Ja. Das passiert, da habe ich aber vorhin auch, glaube ich, auch schon erzählt. Komm mal, ich will euch nicht weiter langweilen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Abo da, ein Like, einen Kommentar. Die Abozahlen stabilisieren sich ja langsam wieder. War ja auch schon mal, habe ich euch ja gesagt, als ich in Serbien im Hotel war. Ja, als ich da diesen Bot, ich will nicht sagen Angriff hatte, aber als ich plötzlich wirklich 70 Abonnenten, 90 Abonnenten mehr hatte. Und irgendwie alle auf Hebräisch, Englisch, keine Ahnung, was noch für Sprachen geschrieben hatten. Alle gesperrt, alle gelöscht. Ja, ich hoffe, das stabilisiert sich langsam wieder. Es geht wieder in eine normale Richtung. Ja, die 3000 Abonnenten haben wir fast geknackt. Also, wenn ihr weiter wissen wollt, wie es bei mir weitergeht, einfach ein Abo da lassen. Kostet nichts für euch, kostenlos.